Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 4. Ich habe die Tastatur nochmal getestet, jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Was wollten wir jetzt eigentlich? Ach ja, der Außenposten. Da unten. Da unten ist irgendwo noch ein Poster. Da kommen wir. Oh, ein Wasserfall. Ich werde das aber so machen. Ich werde da oben mal vom Berg angreifen. Ich will ja den Angriff planen. Ah, haben wir den Baum rasiert. Auch nicht schlecht. So, wir haben hier Enterhaken. Da können wir runter. Man sieht gar nichts. Schützenhilfe. Du erhältst Schützenhilfe von Rebellen des Goldenen Pfades, die für dich kämpfen. Du benötigst Marken, um sie zu rufen. Um Marken einzusetzen, drücke V und wähle Schützenhilfe. Rufen. Kommen die da schon? Nee. Na. So. Ist ein Bienenstock. Vorsichtig. So, ich habe blöderweise jetzt keine Ahnung, wo die Kollegen sind. Da würde ich mich mal erst hinter der Mauer verstecken. Aber ich will gerne mal die Bienen freilassen. Hä? Bitte? Greifen die echt nur mich an? Das ist ja richtig scheiße. Och man. Okay, das ist, gebe ich zu, ist ein bisschen blöd. Gut, dann müssen wir es halt auf die gute alte Art machen. Wo ist er? Ja, da bist du. Alter! Geh weg hier, Alter. Das ist gerade nicht sehr angenehm. Womit habe ich das verdient? Nicht hingucken. Einfach weitergehen. Weitergehen! Warum kann ich keine Granaten werfen? Ich werde zu alt für diese Scheiße. So. Außenposten. Und gleich geht's zur, keine Ahnung, Geiselbefreiung? Ich weiß nicht. Ich trink mal kurz was.
Pirate Fashion Week. Ist auch geil. So, ich hoffe, wir können jetzt mal langsam. Wir haben ja wieder noch einen Fähigkeitspunkt, haben wir noch. Haben wir noch bekommen. Bewegliches Ziel. Ziele und Schießen in deiner Seitenwaffe. Fahrzeuge halten mehr Schaden aus, bevor du sie reparieren musst. Weniger Schaden, Explosion, doppelt so viel. Die Geschwindigkeit, mit der du Dinge reparierst. Ich spare, glaube ich. Nein, ich spare. Können wir noch was herstellen vielleicht? Nein. Gut. Hey, auf die Bremse! Ich weide mich aus. Willkommen im Krieg, Bruder. Nimm ruhig weiter. So, machen wir mal das hier. Außenpostenmeister. Okay. Haben wir irgendwas da drin, was in die Luft gehen kann? Nein. Das ist aber nicht groß anders. Oder? Ich muss mal den Filter von meiner Gasmaske wechseln. Aber wer weiß, wo der rumliegt. Oh oh. Du hast schon verloren! Knarre leer. Da ist noch mehr! Kein Insekt, warte! Jawohl. Ging definitiv schneller. Das ist ganz geil, dass man den Außenposten immer wieder neu einnehmen kann. Neustart verlassen. Verlassen wir mal. Schade, dass das Game so ruckelt. Kyra soll dich sehen. Ja. Nee. Die MP 34. Erstmal hier so kaufen. Meine normalen Waffe da. Keine Waffen. Ja gut, aber ich bin ehrlich, ich finde das ein bisschen. Ich weiß nicht, braucht man irgendwas dafür oder? Ja gut, die ist deutlich besser. Da draußen schießen sie wieder wie wild. Was ist das hier? Nichts. Gut, Schätze suchen. Bestimmt hier oben. Oder hier drin. Oder auch nicht. Von wo denn? Was schwimmt da denn? Gut, aber ich glaube, wir machen da mal unsere Mission langsam. Wo ist sie denn? Die ist weg. Goldener Pfad-Mission. Übernimm eine Kampagnenmission für den Goldenen Pfad. Ja. Gut. Machen wir das mal.
Haben wir ein Auto? Was ist eigentlich mit der Mission von Eden? Ist die weg? Ach, falsche. Da lang. Ist ja gut. Mann. Es ist ein Hilferuf. Unser Außenposten wird angegriffen. An alle Mitglieder des Goldenen Pfads in Reichweite, bitte melden! Ja, ich komm schon. Das muss ein deprimierender Job. Ich hätte die vorher erledigen sollen, wa? Immer und immer wieder denselben Rotz zu verzapfen. Pagan ist toll! Pagan ist super! So, ihr kleinen Hurenböcke. Oh oh. So war das nicht gewollt. Warum duckt er sich? Ich wollte eigentlich rennen. Die Royal Army greift den Außenposten an. Wir haben hart gekämpft, um ihn zu sichern. Jetzt kämpft, um ihn zu behalten. Schickt Hilfe! Ach, schickt Hilfe. Ich habe Fickt Hilfe verstanden. Wieso kann ich keine Granaten werfen? Einer nach dem anderen. Wow! Was war das denn? Also aus der Hüfte ist das Ding echt geil. Rennen Sie weg jetzt. Na also. So. Gleich mal ausräumen. Rauben. So. Da haben wir. Hey, warum gehst du denn weg? Und nicht mal ein Kratzer. Hätten wir den Außenposten verloren. Alles okay? Danke. Die feiern ein bisschen. So, Beutetasche ist auch fast voll. Ich bin okay. Glaube ich bin okay. So, jetzt aber. Komm, jetzt gehen wir aber mal zur Mission hier. Was ist das? Für Hawk. Nee, will ich nicht so unbedingt. Pergamins Festung, sehr schwer. Na. Kriege ich auch hin. Aber gehen wir erstmal zum Vater. Steuerung, Geschütz. Gut zu wissen, dass wir ein Geschütz jetzt haben. Gib Stoff. Gott, die Musik nervt. Bin ich ehrlich. Sehr viel Dialoge auch in dem Spiel drin, ne? Ein Elefant. Noch ein Elefant. Ein paar Gegner. Oh,
Glück gehabt. Ah, hört auf zu labern. Ja, das nervt, ich sag's euch. Aber ich würde keine Stiefel nach ihm benennen. Ranjit-Stiefel. Klingt nach einer sexuell übertragbaren Krankheit. Hey, sorry, Babe, ich hab Ranjit-Stiefel. Und da Ehrlichkeit die Basis einer guten Beziehung ist, solltest du dich auch auf Ranjit-Stiefel testen lassen. Oh, was? Du machst los? Okay, das verstehe ich. Ich werde im Rest meines Lebens mit RS rumlaufen. Moin, ich bin da. Nur Geschieße hier, das ist unglaublich. Hoffentlich hat sich das irgendwann mal bald erledigt. Dann mal los. Nein, du bist eine Dealerin. Hä? Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Hatten wir schon. Worüber streiten Sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eines unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Zabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute. Das haben wir schon gehabt. Und wie lange streiten Sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Was für ein Mann du bist. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ihr habt euch gegen die Götter... Ich schulde dem goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, solange du hier bist. Ach, tu's doch. Tu's einfach. Zeig AJ, was für ein Mann du bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Na gut, probieren wir es nochmal. Ja, Entscheidung, das hatten wir schon. Das ist jetzt blöd, dass das so, ich sag mal, beendet wurde. Und wir hatten uns ja für Sabal entschieden. Wie kann ich helfen? Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung wann. Aber es gibt ein Blutbad. Ich muss Ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Dann mach dich auf den Weg. Natürlich, das nehmen wir an. Weil, wie gesagt, die Leute sind einfach wichtiger. So, schnappen uns eine Karre. Fahren ein paar Kilometer ins Nirgendwo. Ja, setz den Wegepunkt durch. Und los geht's. Fliegen wir doch. Ich finde diesen Gyrokopter so geil. Den feiere ich extremst. Oh Mann, schon wieder. Ich muss die Folge echt schon wieder beenden. Aber ich will jetzt endlich diese blöde Mission machen. Scheiß drauf, wie lang die Folge jetzt wird. Was hat er denn? Uah. Voll außer Kontrolle, das Ding. Also ich weiß nicht, so mit Höhe hat er es nicht, ne? Aber gut, das ist halt ein Gyrokopter, kein richtiger Hubschrauber. Oh, die Sonne wieder. Richtig geil. So, der Hammer. Keine Fahrhilfe. Hä? Brauche ich doch gar nicht. Ich bin Pro.
So, da unten fährt schon Hilfe. Ist auch eine nette Begrüßung. Oh, da bin ich ja geil gelandet, ey. Das hätte gerade zum Tod führen können. AJ, schön, ich bin da. Wir sind bereit für die Bastarde. Nimm dir die Minen oder geh an das Ich will aber noch mal gucken. Wo habe ich denn die Granaten hingelegt? Ja, auf 4 und 5. Aber warum macht er die nicht? Da. Schütz, zeigen wir es denen. Jäger. Jäger sind leise und tödliche Einheiten, die über Pfeile und so weiter kommunizieren. Sie können sich durch die Vibration sehen. Echt jetzt? Sie können Raubtiere beschwören? Bitte was? Denk dran. Ist ja gut. Dann mal los. Schneller, die werden bald hier sein. Ich überlege, ob ich hier oben hin soll. Wiederum ist das tödlich für die für uns wegen den Pfeilen. Macht euch auf alles gefasst. Moment, Moment. Ich muss kurz die Aufnahme pausieren, aber wiederum, ich mache auch gleich. Gibt einen kleinen Zwischenfall. Ich bin gleich wieder da, beziehungsweise morgen. So, Entschuldigung, dass ich doch die Folge jetzt beenden musste. Es kam gab einen kleinen Zwischenfall. Aber war schon 22 Minuten. Ich glaube, wenn wir das noch alles da gemacht hätten, dann hätte das noch länger gedauert. Und ich sag mal, ihr wollt ja auch keine Folgen, die jetzt eine halbe Stunde lang gehen. Das wird ja auch mit irgendwann langweilig. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie wir dann morgen mit unseren Jägern zurechtkommen. Weil das Blöde ist, die können ja anscheinend Tiere beschwören. Also es sind für mich keine Jäger, das sind zaubernde Jäger. Awesome.